Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. Jo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 9 Minuten hier im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Nacht. Ich möchte gerne mit euch über die Nacht sprechen. Was ist euch in der Nacht zu Nachtstunde schon alles Ungewöhnliches, Besonderes, Schönes, Schlimmes, Unglaubliches passiert? Und was macht ihr besonders gerne in der Nacht oder was könnt ihr vielleicht nur in der Nacht machen? Also die Nacht ist unser Thema heute Nacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an, nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder die Mailadresse domian@wdr.de. Erster Anrufer Bastian. Bastian ist 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bastian. Die Nacht. Ja, ganz genau, die Nacht. Ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich freue mich, endlich bei dir zu sein. ja, Thema Nacht. Ich habe mich tierisch gefreut, dass dieses Thema zu dir in die Sendung kommt. Ja. Einfach aus dem Grunde, da ich ein sehr nachtsverliebter Mensch bin. Aha. Soll heißen, ich habe so leichte Schwierigkeiten, tagsüber gesellschaftstauglich zu funktionieren, ich will es mal so formulieren, da ich so vom Charakter her ja nicht nur ein sensibler, sondern auch ein recht sensitiver Mensch bin. Sprich, ja, ich reagiere sehr intensiv auf das, was Menschen auf mich ausstrahlen, will ich jetzt mal so formulieren. Jetzt erzähl erstmal, was du eigentlich so im Leben machst. Ja, ich habe bis vor kurzem noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Als was? Als Tischler. Ja, da kann man natürlich nicht nachts arbeiten. Ja, es gibt sicherlich Situationen, die es sogar erfordern, dass man dann in die Nacht hineinarbeitet, aber generell eher nicht, das ist schon richtig, ja. Du hast die Ausbildung zu Ende geführt? Leider hat das nicht ganz funktioniert, weil so ungefähr ein halbes Jahr vor Abschluss der Ausbildung ist die Firma, an der ich tätig war, pleite gegangen. Ah ja, das ist ja in der wirtschaftlichen Situation im Moment. Ja, das hat aber nichts mit der Nachtaffinität zu tun. Nee, nicht wirklich, nee. Also so richtig verstehe ich das noch nicht, warum du auf die Nacht so scharf bist. Wie ich es eben versucht habe zu erklären, es ist eben so, dass ich Schwierigkeiten habe tagsüber mit der Masse an Menschen und dem, was ein Mensch mir an Emotionen entgegenbringt, so rechtfertigt zu werden. Sprich, wenn ich meinen Biorhythmus in die Nacht verschiebe, würde ich mal so formulieren, sprich nachtaktiver werde. Aber dann können dir doch die Menschen auch ganz viele Emotionen entgegenbringen. Vielleicht in der Nacht noch viel intensiverer als am Tag. Oder ist es so zu verstehen, dass du einfach sagst, es ist mir zu laut, zu hektisch, zu viel am Tag? Ja, ganz genau, ja. Und ich liebe so die Stille, die Tiefe der Nacht. Darauf wollte ich hinaus. Genau diese Ruhe, die diese Nacht eben ausstrahlt. Ja. Wie lebst du denn dann so? In welchem Rhythmus? Also wir unterhalten uns jetzt. Es geht ja schon auf 1:30 zu. Wann gehst du in der Regel schlafen? Ich gehe schlafen so in der Regel morgens so zwischen 3 und 4 so ungefähr. Ja. Und schlafe dann bis, ich sag mal, 11. Das ist im Moment natürlich auch dadurch bedingt, dass ich zurzeit keine Arbeit habe. Ja, das habe ich schon verstanden. Was machst du denn dann in der Nacht? Domian gucken. Zum Beispiel, aber das ist nur eine Stunde. Ja, also mehrere Dinge. Zum einen bin ich da recht meditativ unterwegs, sprich, ich gehe da tief in Meditation hinein, weil ich das einfach genieße. Das ist jetzt zu Hause. Zu Hause. Klingt im ersten Moment jetzt vielleicht etwas merkwürdig, ist aber gerade nachts sehr gut möglich. Glaube ich. Weil, also es hätte ja auch sein können, dass du jetzt intensive Spaziergänge nachts machst oder so. Ja, ganz genau. Das auch? Das wäre so als nächstes gekommen. Mhm. Ich bin mittlerweile auch zum extremen Spaziergänger geworden. Ein Nachtspaziergänger? Bitte? Ein Nachtspaziergänger. Ja, ganz genau. Mhm. Aber all diese Dinge, die ich anspreche, zum Beispiel jetzt auch sehr intensiv lesen oder so, sind Dinge, für die ich eine bestimmte Konzentration brauche, sage ich einfach mal. Wo ich mich besonders wohlfühle, wenn ich komplett abschalten kann. Ich verstehe. Nun, ist das natürlich eine Lebenseinstellung, die ist nicht so sehr kommunikativ. Heißt das, dass du eigentlich auch ein sehr einsamer Mensch bist?
Ja, genau, das ist ja das Witzige eigentlich gar nicht. Sprich, ich bin in sich da recht widersprüchlich. Ich habe lange Zeit zum Beispiel in einer Tanzschule gearbeitet und Ähnliches getan, wo ich sehr großen gesellschaftlichen Kontakt auch hatte. Ja. Habe das auch sehr genossen. Aber du kannst dieses Jahr in der Nacht teilst du das mit Menschen, so deine Liebe zur Nacht? Nee, weniger. Wenn ich ehrlich bin, weniger. In diesen Nächten bist du dann schon alleine, ne? Das ist dann auch der Bereich, den ich für mich in Anspruch nehme. Vielleicht kann ich das auch so formulieren. Sprich, das, was ich so im Laufe des Tages an Verpflichtungen habe, an ganz normalen gesellschaftlichen Verpflichtungen, ja, sei es familiär oder beruflich, wie auch immer, sind Dinge, die ich nicht nur während des Schlafes kompensiere, wie es vielleicht üblich ist. Man geht abends ins Bett, schläft und dann hat man seine Ruhe. Das reicht mir nicht. Ich brauche die Nachtstunden, in denen dann auch normalerweise das Telefon zum Beispiel schweigt und so weiter und so fort. Wenn die Leute jetzt über dich sagen, so Bekannte oder Freunde, ja, der Bastian, der ist so ein bisschen kauzig. Würd's das treffen? Mittlerweile würde ich vielleicht beinahe sogar sagen, das kann ganz gut hinhauen. Ja. Das ist so ein bisschen so, ich bin vielleicht auch ein kleiner Tagträumer, will ich mal so formulieren. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Wie geht die damit um? Ach, wir kommen damit ganz gut klar eigentlich, so habe ich das Gefühl. Sie ist dann eben der Mensch, der immer etwas früher von uns beiden ins Bett geht. Mhm. Ich folge dann irgendwann und... Ach, ihr wohnt sogar zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ach so, ja. Mhm. Und das funktioniert soweit ganz gut. Sie arbeitet und studiert nebenbei. Also, nee, eigentlich studiert sie und arbeitet nebenbei. So rum. Was wäre denn dein Wunsch, wenn du jetzt richtig frei wärst und genug Kohle hättest oder so? Würdest du das noch mehr rumdrehen und noch mehr in der Nacht leben? Nee, ich glaube nicht. Problematik ist einfach, ich scheue mich so ein bisschen davor, wirklich mein Leben auf die Nacht auszurichten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte komplett in der Nacht leben. Mhm. Das steht mir auch nicht. Und genau da ist ja auch so ein bisschen der Konflikt, der bei mir entsteht. Wie gesagt, die Ausbildung ist nicht abgeschlossen. Ich würde schon ganz gerne auch eine feste Ausbildung machen. Mhm. Und genau dann verschiebt sich die ganze Sache wieder. Sprich, man kommt in den normalen, ich sag jetzt mal, in den normalen Alltag rein, wo man tagsüber dann und früh aufsteht, tagsüber arbeitet und dann eben nachts auch seine Ruhe braucht und schlafen muss. Es geht dann eben nicht anders. Ja. Und da kommt dann für mich die Schwierigkeit auf. Ich arbeite dann sehr gerne in den Berufen, die ich auch schon ausprobiert habe. Ja. Mir fehlen dann aber diese Stunden in der Nacht. Verstehe. Diese Ruhe, die ich dann für mich tatsächlich habe. Und zwar in einem bewussten Wachzustand. Wenn deine Freundin sagen würde, ich möchte das gerne mit dir gemeinsam machen. Ich möchte da diese Nacht mit dir gemeinsam erleben, auch nachts mit dir spazieren gehen. Wäre das okay oder geht das eigentlich für dich nur alleine? Gut, in diesem speziellen Fall, wo du meine Freundin ansprichst, würde ich sagen, ist das durchaus möglich. Einfach aus dem Grunde, dass ich mit meiner Freundin so grüne bin, sage ich mal, mich so gut verstehe, dass sie einer der ganz wenigen Menschen ist, die da durchaus auch Verständnis für hat und das auch in Anführungszeichen mitleben kann. Ja. Sprich, die dann auch in den Momenten die Ruhe aufbringt. Ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Menschen kaum möglich ist, auch wenn man mal spazieren geht oder so, mal 20 Minuten am Stück nicht ein Wort zu sagen, sondern in sich ruhen zu sein und einfach mal zu spazieren und die Umgebung auf sich wirken zu lassen und so weiter und so fort. Da ist meine Freundin zum Glück die große Ausnahme. Wie sieht's aus mit dem Freundeskreis? Ja, wie sieht's aus mit dem Freundeskreis? Da wird das schon schwieriger. Hätte ich Schwierigkeiten mit, wenn da jetzt plötzlich jeder ankäme und sagen würde, komm, lass uns die Nacht zusammen teilen. Ich bin auch nicht so der übermäßige Partygänger. Also mir geht es auch nicht darum, irgendwie immer Fete und Highlights, sondern genau das Gegenteil. War das schon immer so bei dir? Du bist jetzt 25. War das schon als Jugendlicher auch schon so eine Leidenschaft zur Nacht hin? Es hat sich dahin entwickelt. Ich kann das aber auch so ein bisschen herdeuten, dass es sicherlich auch was damit zu tun hatte, dass ich lange Zeit noch bei meinen Eltern gelebt habe, bis vor anderthalb Jahren ungefähr, wo dann zwar nicht unbedingt die Mutter diejenige war, die alle halbe Stunde reingerannt gekommen ist, oder so, das meine ich gar nicht. Trotzdem ist, glaube ich, daraus so ein bisschen dieses Bedürfnis nach Ruhe auch entstanden. Verstehe. Und hat sich daraus entwickelt. Also, das ist der Bastian. Das war der Bastian, ein großer Freund der Nacht, mit meditativen, philosophischem Hintergrund. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und wir machen hier noch ein paar Takte Musik, bis es dann im Fernsehen losgeht. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben,
Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Das sage ich jetzt den Fernsehzuschauern. Wir im Radio hier haben schon angefangen. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt die Nacht. Ich möchte gerne mit euch über die Nacht reden. Zum Beispiel darüber, was ihr in der Nacht oder in einer Nacht schon mal Besonderes, Ungewöhnliches, Schlimmes oder vielleicht Unglaubliches erlebt habt. Oder was ihr besonders gerne in der Nacht macht. Also wenn ihr mit mir gerne über die Nacht reden wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin, das ist die Stella. Ist so, ne? 21. Ja, genau. Hallo Stella. Hallo Domian. Stella sagt man. Du hast zur Nacht angerufen, zum Thema Nacht. Warum? Ja, genau, weil ich Vampiristin bin seit 3 Jahren. Du bist... Wie lustig, du bist Vampiristin? Ja, so nennt man das. Was ist das? Muss ich da Angst jetzt haben? Nein, eigentlich nicht. Hab ich aber schon, wenn ich das höre. Da denke ich gleich, die springt das Telefon und beißt mir in den Hals und saugt mich aus. Nee, also das ist das Einzige, was ich da ausschließe. Also was ist ein Vampirist oder eine Vampiristin? Was ist das? Ja, also das ist einfach so, dass ich lebe wie ein Vampir, sprich ich bin tagsüber schlafig und nachts bin ich eben wach. In einem Sarg? Ja, auch in einem Sarg. Wie bitte? Du schläfst tagsüber in einem Sarg? Ja, der ist natürlich schön gepolstert und alles, das ist auch ein bisschen bequemer. Das ist ja schrill. Wo steht der Sarg denn? Ein richtiger Sarg? Ja. Wo steht der? In meinem Schlafzimmer. Wohnst du allein oder noch bei den Eltern? Nee, ich wohne in einer WG mit 3 anderen Vampiristen. Achso, ihr seid ja so eine Vampir-WG. Das finde ich ja ausgesprochen schräg. Und ihr alle drei habt Särge in euren Zimmern stehen? Ja. Wir haben alle ein gemeinsames Schlafzimmer. Ach so. Und dann steigt ihr tagsüber alle in den Sarg, die nebeneinander stehen, die Särge? Ja. Und wird der Deckel zugemacht auch? Das meistens nicht, weil dann die Luft knapp wird. Ja, allerdings, man will ja auch nochmal lebend rauskommen, ne? Am Abend dann. Ja, eigentlich schon. Sag mal, habt ihr diese Särge richtig so ganz klassisch in einem Bestattungsinstitut gekauft? Ja. Was kostet so ein Ding? Deiner zum Beispiel, was hat deiner gekostet? Ja, der war zwischen 300 und 400 Euro. Ja, wie sieht der aus? Beschreib ihn mal kurz. Eiche, Natureiche? Ja, aber schwarz lackiert, das haben wir dann aber selber gemacht. Schwarz lackiert. Ja. Und liegt in diesem Sarg auch eine kleine Matratze oder wie? Ja, das ist halt so ein bisschen gepolstert mit so einem weißen Stoff. Ja. So ähnlich wie Seide. Ist aber doch irre unbequem, was? Also ich liebe es immer in meinem Bett, wenn ich mich recken und strecken und regeln kann, aber in so einem schmalen Sarg, gibt's da guten Schlaf? Ja, es ist schon am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann geht das schon. Ich meine, man kann sich ja genauso ein Kissen und eine Decke mit reinlegen. Ja, aber es ist ja kein Platz für die Arme rechts und links. Na gut, also für dich ist es okay. Wie lange schläfst du denn schon in einem Sarg? 3 Jahre. 3 Jahre. Was für ein abgefahrenes Bild, wenn ich mir euer Schlafzimmer vorstelle. Stehen 3 Särge nebeneinander, in die 4 dann... 4 Särge. 4 sogar. 4 Leute steigen da rein. So, ihr verbringt also den Tag in diesem Sarg. Ja. Gehe davon aus, dass das Zimmer dann komplett verdunkelt wird. Ja. Ne? Was passiert nachts? Ja, da stehen wir halt dann ganz einfach auf, machen halt unsere Erledigungen. So im Winter ist es immer relativ einfach mit Einkaufen beispielsweise. Da kann man noch einkaufen gehen. Ja, so ab 18 Uhr kann man eigentlich immer relativ sicher einkaufen gehen. Ja. Was heißt sicher? Warum sicher? Ja, weil wir einfach alle miteinander den Tag einfach nicht leiden können. Ja, also im Film ist es ja so, dass der Vampir, der einen Sonnenstrahl abbekommt, stirbt, zu Staub zerfällt. Ne, das glauben wir jetzt nicht, dass uns da wirklich was passiert. Wir haben ja auch ein Spiegelbild und alles. Ist mir schon klar, so drastisch werdet ihr das nicht wahrnehmen. Also ihr versucht euch daran zu halten, dass ihr nicht das Tageslicht abbekommt. Ja. Nun ist es im Sommer ja ein bisschen schwierig, da müsst ihr aber lange schlafen, ne? Bis 10 Uhr, 10:30 abends. Ja, da ist halt unser Tag in dem Sinn relativ kurz. Das glaube ich auch. Nun braucht ja jeder Mensch irgendwie ein bisschen Sonne, habe ich mal gelesen, meine ich. Wenn ihr nie Sonne bekommt, werdet ihr doch krank. Also, es ist uns auch schon oft gesagt worden, aber ich mache das jetzt erst seit 3 Jahren. Erst ist gut. Die anderen machen das jetzt auch noch nicht wesentlich länger, auch so um die 3 Jahre, 2, 3 Jahre. Und ihr seid noch quietschfidel. Ja, wir sind wohl alle relativ blass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was macht ihr denn dann so die ganze Nacht? Also ich persönlich gehe sehr gerne auf Friedhöfe. Aber die sind nass abgeschlossen, da darf man nicht drauf gehen.
Ja, das ist schon klar, aber man findet immer Mittel und Wege, da reinzukommen. Ah. So, und dann gehst du da rum und gehst rum. Ja. Ja, gut, das kann man ja mal einmal... Oder sonst wie. Wie? Über die Mauer einfach. Ja gut, das kann man ja vielleicht einmal mal machen, aber das wird ja dann irgendwann doch mal langweilig. Man kann ja nicht jede Nacht auf dem Friedhof spazieren gehen. Ja, es ist ja auch nicht generell jede Nacht, aber schon ziemlich oft. Ja, was gibt es denn sonst noch für Aktivitäten in der Nacht? Eigentlich nicht wesentlich viel mehr. Entweder auf den Friedhof gehen oder meinetwegen auch mal in eine Kneipe oder ins Kino, wenn man mal ein bisschen Abwechslung braucht. Ach so, das macht ihr dann schon. Ja, klar. Ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, ich spreche mit Stella. Stella ist 21 Jahre, sie ist Vampiristin. Sie schläft tagsüber in einem Sarg und geht nachts raus. Wir haben das Thema Nacht und pfiffigerweise hat sie sich da gemeldet bei uns. Was macht ihr denn tagsüber? Also tagsüber schlaft ihr natürlich, aber ihr müsst ja irgendwann auch mal Geld verdienen oder so. Wie läuft das? Also die zwei Typen, die bei mir wohnen, die werden glücklicherweise noch von den Eltern ein bisschen unterstützt. Ja. Ich selber lebe von Sozialhilfe, oh. Genauso wie die Frau, die noch bei uns lebt. Ist ja auch nicht so gerade die goldene Lösung, ne? Ja, eigentlich nicht, aber momentan geht's. Ja, aber eigentlich, du bist ja fit und gesund und so, ist alles in Ordnung. Du könntest ja eigentlich auch arbeiten gehen. Ja, könnte ich natürlich, aber das lässt sich halt jetzt mit meinem Lebensstil so nicht vereinbaren. Ja gut, aber so ist ja sehr luxuriös, ne? Also wir alle gehen ja auch arbeiten. Ja, natürlich, aber... Die Sozialhilfe zahlt. Ja, solange sie noch zahlt. Ja, ist ein schönes Beispiel dafür, wo man die nicht zahlen sollte, ne? Finde ich. Ja, das ist ja dein Luxus. Das ist ja viele so, ich denke halt anders. Ja gut, aber das ist ja dein Luxus, den du da erlebst. Und warum soll ich das mitfinanzieren, was du da machst? Ja, das kann man so und so sehen. Ja, das kann man wirklich so und so sehen. Du könntest ja selbst nachts arbeiten, wenn du keinen Bock auf Tag hast. Es gibt ja Jobs, wo man irgendwie nachts im Sicherheitsdienst arbeitet oder so. Ja, Sicherheitsdienst, das ist so eine Sache. Ich meine, es ist ja auch mal so, dass ich mich auch mal beim Callcenter beworben habe. Bei was? Wo man eben nur in den Abendstunden arbeiten müsste. Bei was? Hast du dich beworben? Ja, habe ich mich schon mal beworben. Ich habe nicht verstanden. Aber, hallo, ich habe nicht verstanden, wo du dich beworben hast. Bei einem Callcenter. Ach, Callcenter. Ja. Verstehe. Gut, also das ist eine eigene Thematik jetzt mit der Sozialhilfe. Was sagen denn deine Eltern oder Verwandten dazu, die das so mitkriegen, wenn sie es mitkriegen? Ja, so allzu begeistert sind die auch nicht, auch eben wegen dem nicht arbeiten. Das hat halt alles was damit zu tun. Ja. Aber sie haben es mittlerweile ganz gut akzeptiert. Sie wollen halt nicht so gern herkommen, wegen der Wohnung, wie die aussieht. Die kriegen Angst und sind im Angst und Schrecken, ne, wenn die Wohnung sehen wahrscheinlich. Naja, richtig erschrocken nicht, weil mein Zimmer zu Hause sah ja auch nicht viel anders aus. Ich ja schon seit so 13, 14 bin ich gothic. Ach so. Ja, jetzt musst du mir noch erklären, Stella, was da so für ein Glauben oder für eine Ideologie hintersteckt. Kurz zusammengefasst in der Frage, warum machst du das? Ja, also für mich steckt überhaupt kein Glauben oder so dahinter. Für mich sind halt Vampire einfach irgendwie ein Mythos. Ja. Und wir führen das halt in dem Sinn weiter. Obwohl du gar nicht dran glaubst, dass es das jemals gegeben hat und dass es das real gibt. Sagen wir mal so, es ist noch nie das Gegenteil bewiesen worden, aber ich habe auch noch nie einen wirklichen Vampir getroffen. Ja. Also einen wirklichen Vampir in dem Sinn, der wirklich nachts rumläuft und du bist einfach begeistert, um zu leben. Und du bist begeistert von diesem Mythos, nennen wir das mal so. Und deshalb machst du oder macht ihr das dann halt auch so mit und baut euer Leben so auf. Ja, auch das mit dem Blut trinken und so. Wie, ihr trinkt auch Blut? Ja. Was denn für ein Blut? Unser eigenes. Wie, ihr zapft euch euer eigenes Blut ab und trinkt das dann? Ja. Natürlich jetzt nicht in Mengen, weil das wäre auf Dauer auch nicht gesund, aber... Ja, also in kleineren Mengen mal. Ja. Und seht wahrscheinlich, du hast es gerade auch so angedeutet, ihr seid ganz schwarz angezogen. Ja. Sehr blass, wahrscheinlich dann noch blass geschminkt, ne, weiß geschminkt. Ja, wenn man halt mal irgendwie groß ausgeht, dann schon. Ansonsten ja. Auch nicht. Jetzt muss ich mit dem Blut nochmal fragen. Finde ich ja ganz, ganz gruselig fast schon. Du zapfst dir selbst Blut ab. Ja, oder eben ja. Mitbewohner. Ja, ja. Du, wo machst du das? Wo stehst du in den Finger oder wie machst du das? Nö, mit einem Messer, mit einer Rasierklinge, einfach einen Arm oder so. Und wie viel tropft da raus dann? Ja, schon ein bisschen. Wenn es halt eben wenig ist, dann tun wir das oft mit Rotwein mischen. Und dann wird ein leckerer Cocktail hergestellt. Oder wenn es eben auch mal ein bisschen mehr ist.
Dann kann man das auch so mal pur trinken. Ja. Jetzt will ich gar nicht über die gesundheitlichen Folgen nachdenken, ob man das tun sollte, von fremden Leuten Blut trinken. Egal. Wie lange willst du das Leben noch führen, so ein Leben? Ja, solange es mir eben möglich bis ist. Bis wir dir dieser... Ich sage jetzt nicht 10 Jahre, 20 Jahre oder so. Ja. Ich meine, würde es irgendwann gesundheitliche Folgen haben oder sonst was, dann müsste ich ja zwangsläufig abbrechen. Wahrscheinlich, wenn wir dir die Sozialhilfe abdrehen, ist das Ding erledigt, ne? Oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, also wie auch immer, interessant allemal, was du erzählt hast. Und ich hoffe, dass du den Weg, dass du auch irgendwann deinen Weg wieder rausfindest, weil ein Zukunftskonzept ist das ja nicht. Naja. Siehst du wahrscheinlich mal dann auch. Mal sehen. Liebe Stella, grüß die anderen Vampire von mir. Ja, werde ich machen. Und alles Gute. Auf Wiederhören. Okay, tschüssi. Tschüss. Jetzt finanzieren wir schon die Vampire hier mit in Deutschland. Lieber Himmel. Ja, also die Nacht ist unser Thema. Ich würde gerne mit euch über die Nacht reden, was ihr so in der Nacht macht, Besonderes macht, vielleicht nur in der Nacht machen könnt. Oder was euch in der Nacht, in irgendeiner Nacht mal passiert ist. Wenn ihr an dieses Ereignis denkt, denkt ihr gleichzeitig auch immer an Nacht. Das ist irgendwie dann richtig eng zusammengebunden und verknüpft. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Beate, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Beate. Hallo. Ich gehe mal davon aus, dass du kein Vampir bist. Nee, da habe ich gar nichts mit dem Mut. Das beruhigt mich schon mal. Aber du hast auch zum Thema Nacht angerufen. Warum? Ja, genau. Also ich habe Schlafstörungen schon seit ca. 15 Jahren. Also ich schlafe eigentlich so gut wie keine Nacht mehr durch. Oder wenn dann... Wie viele Stunden in der Nacht schläfst du denn? Sag mal, wenn es wirklich richtig toll ist, dann sind es 2-3 Stunden. Das ist nicht viel. Nee, das und das geht seit 15 Jahren so? Ja, es hat natürlich langsamer, also ich habe früher ein bisschen länger geschlafen, aber so circa seit 10 Jahren ist es eigentlich so, dass ich so gut wie gar nicht mehr schlafe. Es kommt auch mal vor, dass ich gar nicht schlafe, dann bin ich wirklich 24 Stunden wach. Ich wollte gerade sagen, du sagst, ich schlafe nicht nachts. Das heißt aber nicht, dass du dann am Tage schlafen kannst. Nee, es geht nicht, da muss ich ja arbeiten. Aber wie hält ein Mensch das aus, der 10 Jahre fast nur 2 Stunden schläft? In der Ja, ich habe mich irgendwie damit arrangiert. Ich weiß es auch nicht. Ich habe eine unheimliche Energie halt irgendwie. Also ich leide auch unter großen Schlafproblemen und merke bei mir, wenn ich sehr schlecht geschlafen habe, mal wieder, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin und ich sehr unkonzentriert bin und ich mich nicht also, wohlfühle und so weiter. Wie ist das bei dir? Genau, also ich bin auch sehr unkonzentriert. Also ich habe früher im Büro gearbeitet, habe aufgrund meiner Schlafstörung meinen Job gewechselt. Ich schaffe jetzt im Haushalt, also im Privathaushalt und ist natürlich für mich um einiges besser. Wann schläfst du denn dann immer, wenn du überhaupt schläfst? Also wenn ich schlafe, ich habe jetzt einen ziemlich geregelten Tag irgendwie. Das sollte man eigentlich auch haben, wenn man Schlafstörungen hat. Also wenn ich schlafe, also ich gehe dann so vielleicht so um 10 Uhr ins Bett und schlafe um 10 bis 12 oder so nachts und dann wache ich halt auf. Und ja, das ist ja im Prinzip am Abend geschlafen, ne? Ja. Das heißt, für dich ist jetzt schon wirklich guten Morgen und du hast gefrühstückt gerade. Nee, Frühstück kann ich da nicht. Aber für dich ist jetzt die Nacht schon gelaufen? Ja, die ist gelaufen. Ach, also, das ist ja irre. Also ich werde dann schon wieder irgendwie ins Bett gehen, aber ich werde dann nicht mehr schlafen können. Also am Anfang war es dann so, dass ich immer liegen geblieben bin und das war dann noch viel schlimmer. Ja, das ist ganz schön, das verstehe ich. Genau, inzwischen stehe ich auf und mache irgendwas. Also wenn man von 10 Uhr abends bis 12 Uhr schläft und das ist so der normale Nachtrhythmus, das heißt die ganze tiefe, lange Nacht liegt dann vor einem. Ja. Fühlt man sich da nicht auch irgendwann mal sehr einsam, wenn man da so alleine rumsitzt? So nee, einsam eigentlich nicht. Ich beneide halt immer Leute, die schlafen können. Mein Freund zum Beispiel, der kann sehr gut und sehr viel schlafen und der erzählt mir das dann immer und das ist dann immer besonders gemein. Weil. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Du wohnst alleine? Ich wohne alleine, ja. Und machst dann irgendwelche Dinge im Haushalt? Ja, oder genau. Oder ich habe eine Katze, die da im Keller unten bei uns im Haus, die füttere ich dann laufe ich nachts mit dem Katzenfutter rum. Also guckst Fernsehen? Genau, guck Fernsehen, irgendwie leg Wäsche zusammen, was ich irgendwas, was man halt nachts machen kann, was nicht dennoch finde ich so diese Nachtstunden, auch so 4 Uhr bis 6 Uhr, wenn man da wach ist, schon eine einsame Zeit, wo man vielleicht die Einsamkeit besonders merkt, weil die meisten eben ja dann doch schlafen. Das geht ja nicht. Ja, nee, einsam fühle ich mich eigentlich nicht. Es ist eher so, dass sie halt...
ich würde halt gern schlafen, irgendwie bin müde und aufgrund dessen halt auch oft auf Depressionen, gell. Also 10 Jahre, ich sag das nochmal, das finde ich wirklich... Also seit 10 Jahren ist es ganz schlimm, vor 15 Jahren ungefähr hat es angefangen. Ja, also seit 10 Jahren nur 2 Stunden in der Nacht zu schlafen. Ja, also manchmal auch gar nicht. Oder sogar gar nicht. Ja. Welche gesundheitlichen Folgen hat das? Du hast gerade schon was gesagt, da kommen Depressionen auf. Gibt es auch körperliche Folgen? Nee, eigentlich nicht, weil ich mache dafür Sport. Ich ernähre mich sehr gesund irgendwie. Also sonst eigentlich nicht, außer halt, dass ich halt Depressionen habe. Also körperlich mag ich gar nichts. Mhm. Halt, außer, dass ich halt müde bin. Ich habe immer wieder mal so einen Durchgang. Warst du bei Ärzten? Hat man dich untersucht? Ja. Ich habe Schlaftherapien, alles gemacht. Und weiß man, woran das liegt? Nee. Ich weiß auch nicht, was vor 15 Jahren war. Ich habe überlegt, was könnte da gewesen sein, was das ausgelöst hat, keine Ahnung. Ja. Also im Prinzip musst du dich mit deinen 41 Jahren damit arrangieren? Ich habe mich damit arrangiert, genau. Meine Schlafstruktur ist praktisch zerstört, also ich kann machen, was ich will. Ja. Was bedeutet für dich Nacht? Ist das, was bedeutet diese Zeitzone für dich Nacht? Hast du Angst davor? Oder? Also inzwischen habe ich es umgedreht. Ich genieße es inzwischen. Also ich mache mir jetzt nicht mehr einen dicken Kopf. Oh Gott, du musst jetzt schlafen. Und ich gucke auch nämlich ständig auf die Uhr. Das soll man ja auch nicht. Ja. Inzwischen mache ich irgendwas. Das ist für mich ganz normal, wie wenn morgens einer aufsteht und arbeiten geht. So stehe ich halt nachts auch auf und mache irgendwas. Was ist denn, wenn du ein Schlafmittel nimmst? Kannst du dann schlafen? Ich habe es mal gemacht, ein leichtes Schlafmittel genommen. Das war dann so, ich konnte nicht viel besser schlafen. Ich war halt da einen Tag über extrem müde. Und dann habe ich gesagt, ich nehme gar nichts, das mache ich nicht. Also eine extreme Schlafstörung von Beate, die Beate gerade erzählt hat. Aber du hast dich damit arrangiert, dann kann ich nur sagen, also dann hoffentlich läuft es dann auch so weiter, wie es bisher läuft, dass du es einigermaßen im Griff hast. Ja, genau, doch. Also jetzt ist es okay. Und wir sehen uns dann auch jede Nacht, das ist dann auch kein Problem. Ja, ja. Liebe Arte, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Thema Nacht bei uns, 0800 220 5050. Wer hat jetzt angerufen? Norman. Norman ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Norman. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das werden wir, denke ich, schon mal hinkriegen. Glaube ich auch. Also, ich bin heute Nacht zum ersten Mal fremdgegangen. So, das ist natürlich jetzt auch eine Nachtgeschichte. Ja, es war das erste Mal gewesen. Wie? Gerade eben? Ja, vorhin, vor einer Stunde ungefähr. Ah, also ich bin, muss das sein? Ich weiß es nicht. Ich wollte es jetzt von dir wissen, ob das mal so. Ja, wir müssen die Fakten aufrollen. Wenn man fremd geht, ist man in einer Beziehung. Du bist folglich in einer Beziehung. Wie lange schon? 1,5 Jahre ungefähr. Mhm. Und mit wem bist du fremd gegangen? Einer alten Bekannten, mit der hatte ich schon früher immer mal was gehabt, wo ich noch Single war. Ja. Und heute Nacht ist es halt passiert. Und wie ist es dazu gekommen? Wart ihr irgendwie was trinken? Oder? Nö, wir waren bei mir. Ich habe sie zu mir eingeladen und ich hatte mir das aber auch schon fest vorgenommen. Ach. Weil ich muss auch dazu sagen, ich habe in meiner Beziehung sehr wenig Sex. Eine geplante Tat war das? Ja, so in etwa. Eine kalt kalkulierte Tat? Ja, genau. Weil du in deiner Beziehung wenig Sex hast? Ja, ich hatte dieses Jahr 2-mal Sex und zwar im Januar und im Oktober. Oh, das ist zu wenig. Ja, das denke ich auch. Was ist denn da? Was ist denn mit euch oder mit dem Mädel los? Ja, sie hat überhaupt keinen Bezug zum Sex. Also 2-mal nur in diesem Jahr? Und ihr seid 1,5 Jahre erst zusammen, da ist ja noch nicht viel passiert bei euch. Nee, überhaupt nicht. Am Anfang ganz wenig eigentlich nur, das hat sich noch in Grenzen gehalten, so vielleicht 1-mal die Woche, was für mich auch schon eigentlich ziemlich wenig war. Ja, aber gegen 2-mal im Jahr ist das natürlich schon der Reißer, ne? Ja, in der Woche. Ich hatte es auch immer satt, immer zu betteln, immer zu fragen, ob es nun geht und ob ich nun kann. Mhm. Und ich wollte jetzt einfach nur mal wieder wissen, wie es ist. Ich wollte einfach nur mal wieder, auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Wie ist es denn gelungen, die Sau rauszulassen? Ja. Und wie war's? Also mir hat's gefallen, ja. Mir hat's gefallen. Ja. Hast du schlechtes Gewissen? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das kann ich absolut nicht beantworten. Ich denke mal, ich muss dann letzte Nacht drüber schlafen. Wie lange ist denn die Angebetete weg schon jetzt? Ja, weil ich sie noch rausgebe. Ich muss ja nachher auch wieder arbeiten und sie ja auch. Ach, die ist noch bei dir im Moment? Nein, wir haben uns missverstanden. Wie lange die Frau, mit der du gerade fremdgegangen bist, schon wieder weg ist aus deiner Wohnung? Ach so, ungefähr eine Stunde. Eine Stunde. Und ich war halb eins zu Hause wieder. Und du wohnst alleine? Ja, klar. Ich wohne alleine, ja. Meine Freundin wohnt noch bei ihren Eltern. Ja. Jetzt aber diese Stunde, die jetzt vergangen ist, was hast du da gemacht? Bist du durch die Wohnung getigert und hast du überlegt, was richtig, was nicht richtig? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen auch. Ich
ich wusste jetzt auch, also ich fühle mich ganz gut eigentlich, ganz normal. Hast du während du mit dieser Frau geschlafen hast, an deine Freundin und an den Seitensprung und daran gedacht? Ja, ich habe mal so kurzläufig daran gedacht, aber war mir egal gewesen. Ja. Weil wie gesagt, ich hatte das ja auch schon vorgehabt, weil ich wusste, ich kann das, also mit ihr. Ja. Und hast du denn deiner Freundin das quasi drohen schon mal gesagt hier, wenn sich bei uns nichts ändert, ich habe einfach das Bedürfnis, dann schere ich einfach mal aus. Hast du es ihr mal gesagt? So direkt nicht, aber ich habe immer gesagt, dass ich es halt wieder mal tun will. Ja. Und dass es auch nicht lange so weitergehen kann, wie sie sich die Beziehung so vorstellen kann. Wie reagiert sie dann darauf? Und naja, ich krieg dann solche Sätze wie, na, dann musst du Schluss machen, wenn es dir nicht passt. Und halt solche dummen Antworten. Also für mich ist das schon wirklich ein gravierendes Problem und ich denke, da muss man drüber reden. Also deine Freundin kann dir nicht begreiflich machen, nicht erklärlich machen, warum sie so extrem wenig Lust auf Sex hat. Weil sie einfach keinen Bezug dazu hat. Sie findet, warum hat sie keinen Bezug dazu? Sie findet das immer so alles so abartig und jedes kleines bisschen ist pervers, schon mal eine andere Stellung zu nehmen. Und ich weiß auch nicht, auch wenn wir mal Sex haben, dann nur mit Kondom, weil sie sagt, sie kommt sich halt vor wie eine Samenschleuder und das ist alles so gezwungen, ich kann mich gar nicht richtig gehen lassen dabei. Mhm. Und also die Das heißt also, die wenigen Male, wo ihr was miteinander hattet, war das auch für dich eigentlich nicht befriedigend? Also es war nicht der Brüller, nö. Ja. Ich hatte schon besseren Sex. Was verbindet dich mit deiner Freundin? Ja, ich denke mal, das vielleicht ist auch schon die Gewohnheit jetzt durch die anderthalb Jahre. Ja, gut. Also so lange ist das ja auch noch nicht, anderthalb Jahre. Ja, klar, aber... Was verbindet dich denn mit deiner Freundin? Jetzt habe ich, das Erste, was ich jetzt gehört habe, ist Gewohnheit. Ist ja nicht so dolle. Was noch? Zweitens. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich weiß, dass ich sie liebe, das ist schon klar. Oh, das kommt aber jetzt sehr spät. Ne? Erst kommt die Gewohnheit, dann kommt, ich weiß, kann es gar nicht so sagen. Ach ja, ich liebe sie auch noch. Naja, es ist schon so, also... Naja, aber es ist schon... Ich glaube, das ist so. Ja. Gut, aber ich glaube, da habt ihr aber ein enormes Problem am Hals, ihr beiden. Nämlich, dass das so nicht weitergeht und dass die Beziehung im höchsten Maße gefährdet ist. Wirst du es deiner Freundin erzählen? Auf keinen Fall. Warum nicht? Weil ich genau weiß, dass danach Schluss ist. Weil sie ist auch extrem eifersüchtig, was andere betrifft. Und sie kennt die Person auch, mit der ich jetzt heute was gehabt habe. Erzähl es ihr. Erzähl es ihr. Dann ist es vorbei. Ja, dann ist es vielleicht vorbei. Aber dann ist es aber auch, wenn es deshalb jetzt vorbei ist, dann ist aber auch alles auf ganz unsolidem Grund gebaut, sage ich dir, Norm. Vielleicht hat es ja ich sage ja immer, in solchen extremen Fällen habe ich ja immer die Hoffnung, dass der andere, jetzt im Fall deine Freundin, dass sie aufgerüttelt wird dadurch. Denn da ist ja nun gravierend etwas nicht in Ordnung, wo etwas verändert werden muss. Entweder muss sie es verändern oder sie muss sagen, komm, wir gehen gemeinsam in eine Beratungsstelle und wir versuchen gemeinsam dieses Problem zu lösen. Verschweigen würde ich es nicht. Wohin führt das denn? Das führt dahin, dass du parallel dir so eine Nebenwelt aufbaust, dass du lügen musst, dass du immer unzufriedener wirst letztendlich in der Beziehung und irgendwann bricht es eh auseinander. Oder es kommt sogar raus und du stehst ziemlich blöd da. Also nicht nur jetzt wegen dass man eigentlich da immer die Karten auf den Tisch legen sollte, sondern auch mit dem Hintergedanken, dass das vielleicht gut ist für eure Beziehung, wenn du es sagst. Vielleicht kapiert sie es dann, unter was für einem Druck du stehst. Aber hundertprozentig weiß ich, dass es dann vorbei ist. Also sie macht auf alle Fälle Schluss. Das steht's. Ja, wäre das dann so schlimm? Ja, für mich schon, ja. Aber du vermisst doch so viel, du bist doch ganz unzufrieden in der Beziehung. Ja, aber das ist nur halt das Sexuelle. Ich meine, das ist schon eine große Sache. Das ist das A und O in der Beziehung mit uns. So, dann wirke doch darauf hin, dass ihr gemeinsam etwas unternehmt. Dass ihr gemeinsam, wie ich das gerade sagte, zu einer Beratungsstelle geht. Dass mit einer dritten Person das Thema mal richtig sachlich besprochen wird. Würde sie das mitmachen, wie du sie einschätzt? Ich denke, sie würde zögern und das immer weiter hinaus zögern. Ja gut, dann ist es aber an dir, irgendwann mal zu sagen, aber hier Mädchen, jetzt muss was passieren. Ich bin einfach unzufrieden. Willst du es nochmal machen, ne, mit der Frau? Weiß ich nicht, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich garantiere dir, wenn du nicht, so wie ich das jetzt einschätze, du sagst nicht zu deiner Freundin,
Dir hat das gut gefallen heute Abend. Du hast, wie du es gerade ausgedrückt hast, die Sau rausgelassen. In 2-3 Wochen bist du wieder spitz und dann machst du es wieder. Und dann geht es uns immer so weiter und immer so weiter. Und das finde ich nicht das richtige Modell. Du musst was an deiner Beziehung tun. Wie auch immer. Finde ich. Ja, stimmt. So, Norm, schlaf drüber und dann wird morgen Entscheidung treffen. Okay. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, zum Thema Nacht hat auch angerufen die Kirsten. Und Kirsten ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Kirsten. Na? Na? Du Nachtfrau? Ja, genau. Ja, ja, mein Thema ist Nachtangst. Nachtangst? Mhm. Und zwar habe ich das auch seit ungefähr 11, 13 Jahren so ungefähr. Was heißt das, Nachtangst? Angst vor der Nacht? Ja, also hauptsächlich die Angst, schlafen zu gehen. Warum? Weil ich, wenn ich so normal schlafen gehe, meistens nach einer Stunde aufwache oder nicht ganz aufwache, aber hochschrecke mit einem ziemlich lauten Schrei. Und dann finde ich mich im Wohnungsflur wieder, also stehe dann da und weiß irgendwie gar nicht so recht, beziehungsweise das Herz rast dann. Und du bist aus dem Bett ausgestiegen, ja, irgendwie in die Wohnung gelaufen, ohne dass du es gemerkt hast. Und dann plötzlich wirst du wach und es ist so. Genau. Aber sag erstmal noch weiter. Also du hast Angst vor dem Einschlafen. Vor was hast du noch Angst? Also ich werde dann in diesem Moment nicht so ganz wach, wo das da passiert, aber ich sehe dann irgendwelche, Umrisse oder so kleine Tiere, die verschwinden oder so. Also klingt wahrscheinlich echt strange. Also so irgendwie visionäre Sachen. Ja, so irgendwelche Fantasiesachen. Ja, ja. Genau. Also das ist eigentlich die Hauptangst, so vor diesem Schreck. Also in Zeiten, wo ich jetzt alleine lebe, kriege ich selber, glaube ich, auch nicht immer mit. Aber in Zeiten, wenn ich dann, als ich mit meinem Freund zusammen war, da war das dann auch irgendwann so krass, dass er gesagt hat, also das geht nicht weiter so. Er hatte dann auch Angst, dass ich da irgendwie die Treppe runterlaufe. Ja. Also es ist jede Nacht so, definitiv jede Nacht. Es ist nicht jede Nacht so, weil ich mich ja schon gar nicht mehr ins Bett traue. Und das ist, Machst du dann? Ja, ich schlag mir die Nacht vom Fernseher um die Ohren. Ach, aber du bist ja dann auch dann irgendwann müde, sehr müde. Und ja. Bist du berufstätig? Ich bin selbstständig. Selbstständig, und von daher, ja. Das heißt, du hast einen harten Tag vor dir? Jein. Also ich kann mir das alles sehr frei einteilen. Was machst du denn? Was bist du denn selbstständig? Ich bin Sängerin. Du bist Sängerin? Mhm. Ah. Ja gut, das ist natürlich dann ein anderes Leben. Da musst du nicht morgens um 9 im Büro sitzen oder so. Ja, genau. Was singst du denn? Was bist du für eine Sängerin? Wenn ich mal kurz einen Exkurs machen darf. Rock, Pop, Jazz. Kennt man dich? Nee. Also du trittst in Clubs auf oder... Ja, genau. Ja. Und das ist dein Broterwerb auch quasi. Mhm, genau. Ja. Mhm. Also das heißt, vor lauter Angst gehst du gar nicht ins Bett, schlägst dir die Nacht irgendwie um die Ohren. Ja, beziehungsweise... So, und wenn du dann morgens einschläfst, bei helllichtem Tage, ist das genauso dann noch? Nee, also es ist merkwürdigerweise so nach 4 Uhr oder so, dann geht's. Also dann passiert das ganz selten. Du solltest Vampiristin werden. Ja, ich habe das vorhin gehört. Wobei, ich fand auch den ersten Anrufer dann ganz interessant, das Ganze einfach mal von der poetischen, schönen Seite zu sehen. Ja, die Nacht ist ja was Hochpoetisches. Ja. Kennst du den Dichter Nuvalis? Von gehört. Ja, da gibt es die Hymnen an die Nacht, das ist so ein ganz großes Werk, das ist ganz toll. Also ganz viele Dichter haben ja die Nacht besungen. Ne? Und also das ist schon, die Nacht hat schon was Mystisches. Ja, vielleicht ist es so, dieses kreative Volk auch. Ja, aber bei dir ist es ja doch was ernster. Ja. Seit 11 Jahren drängt sich natürlich gleich die Überlegung auf, 11 Jahre, ist ihr da irgendwas passiert? Hat sie da einen Schock erlebt? Ist was geschehen irgendwie, dass es da anfing? Also ich habe überlegt und überlegt, ich bin auf nichts gekommen. Ich habe auch schon mal so eine Gesprächstherapie gehabt. Oder einmal sagte mein Freund, jetzt geht's gar nicht weiter, jetzt versuch doch mal Hypnose. Vielleicht finden wir ja irgendwas raus. Ja, das kann man ja durchaus seriös auch anwenden. Genau, also, haben wir ausprobiert, aber nichts gar nichts. Nee. Gar nichts.
Da habe ich schon gedacht, irgendwie vielleicht, was weiß ich, mit dem Blutzucker oder so, vielleicht hängt das irgendwie einfach mit dem Stoffwechsel zusammen. Ja, bist du denn körperlich richtig durchgecheckt worden schon? Ja. Ja, also man findet nichts. Man findet körperlich nichts, man findet seelisch nichts und du hast auch gar keine Hypothese, woher es kommen könnte. Du stehst also völlig im Dunkeln. Ja, genau. Wenn du da nachts, wie du es gerade beschrieben hast, du schläfst eine Stunde, wachst dann irgendwo in der Wohnung auf, rennst durch, in Angst, ne, so habe ich es gerade verstanden, in einer Panikstimmung, siehst irgendwelche komischen Gestalten, die natürlich deine Fantasie sind, und dann gehst du zurück ins Bett, was passiert dann? Ja, dann versuche ich einmal tief durchzuatmen, lege ich mich wieder ins Bett, versuche irgendwie meinen Herzschlag zu beruhigen und ja, hoffe, dass ich dann auch bald wieder einschlafe. Ich schlafe dann auch ein. Also das passiert nicht mehrmals pro Nacht. Also ganz selten, dass es nur zweimal ist oder so. Aber wenn du schon den Trick raus hast, so ab 4 Uhr ist es nicht der Fall, dann wär's doch okay. Dann könntest du dir dein Leben doch so einteilen, dass du erst um 4 ins Bett gehst. Ja, könnte man machen. Ja. Aber? Ja, finde ich irgendwie ziemlich... Ist natürlich nicht sehr schön. Aber es zeugt ja davon, dass irgendwas sehr Gravierendes in deinem Gehirn vorgeht. Ne? Mhm. Wenn du Angst hast, wenn das Herz extrem schlägt, das heißt, da ist Angst und da ist vielleicht ein Albtraum. Und hast du das Gefühl, dass du da bei dem Psychologen in guten Händen warst? Das ist irgendwie ein psychologisches Problem. Ja, denke ich auch. Aber ich war da wirklich eine ganze Weile und ich habe mir gedacht, da wird schon was hochkommen, wenn da was aufzudecken ist und ich dann soweit bin, das zu verarbeiten. Aber war nicht so. Nee, war nicht so. Nee. Es drückt so, könnte ich mir vorstellen, sehr auf die Lebensqualität, ne? Ja. Also was die eine Frau vorhin mit den Schlafstörungen ansprach und dann so Depressionen, ja, kann ich auch sagen. Ich beneide so sehr die Leute. Ich habe so Freunde, die sind so gestrickt, die legen sich egal wann ins Bett, da kann es auch hell sein oder dunkel, die schlafen wie ein Stein ihre 7-8 Stunden und sind frisch und munter und wachen auf. Ja, ein Traum. Ein Traum ist das, ein Traum. Ich stehe immer daneben, wenn die das erzählen und denke, mein Gott, könnte ich das auch mal. Ja, Kirsten, wie soll es denn weitergehen? Du bist ja nur auch noch jung an Jahren. Das kann ja nicht. Hast du denn nochmal einen neuen Plan, vielleicht doch nochmal einen anderen Psychologen aufzusuchen? Oder? Ja, also das ist eigentlich auch der Anstoß gewesen, weshalb ich bei dir angerufen habe. Ja. Ich habe neulich im Internet mal nach diesem Phänomen gesucht, habe halt da was gefunden nach dem Motto, ja, dieses Phänomen kennt man bei Kindern, aber wenn die älter als 10 sind, dann hört das meistens auf. Na toll, dachte ich. Mhm. Und dann habe ich in so einem Chatforum vom Schlaflabor, habe ich aber dann doch einiges gelesen, dass es anscheinend einer Menge Erwachsenen ähnlich geht wie mir. Ach so. Und das heißt, wenn jetzt Leute zugehört genau haben, die genauso drauf sind. Genau. Dann und vielleicht schon einen Schritt weiter, dass man da irgendwas rausgefunden hat. Ja, hier geht irgendein Licht bei mir an und aus. Ich hoffe, dass ihr das gar nicht seht. Nö, ja. gut, also wenn sich jemand angesprochen gefühlt hat, der sich damit identifiziert mit dir, ne, was du gerade geschildert hast, stellen wir gerne einen Kontakt her. Das wäre toll. Ja. Danke. Mit meinem Psychologen willst du auch noch sprechen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Du bist da ja schon in ganz guten Händen gewesen wahrscheinlich oder bist doch genau gut am Recherchieren. Okay, also wenn es andere Betroffene gibt, machen wir gerne einen Kontakt zwischen euch. Super, danke schön. Alles Gute, Kirsten. Ja, dir und viel auch. Erfolg im Beruf. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer für unsere Nacht. Thema Nacht heute bei Domian. Wen haben wir hier? Alma. Hallo Alma, 17 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Alma. Ja, und zwar habe ich folgendes Thema. Ich habe ein Hobby, nämlich die Astronomie. Die Astronomie? Ja. Nicht die Astrologie, sondern die Astronomie, ne? Nein. Die Sterne. Ja, genau. Sterne gucken, ne? Ja, unter anderem auch. Ja. Und ja, hängt natürlich sehr viel mit der Nacht zusammen, ne? Ja, das geht ja. Ideal zum Sterne gucken. Das geht ja nur nachts, ne? Ja, ja, ja gut, mit großen Leistungsteleskopen ist es auch tagsüber möglich, aber es ist halt am besten nachts natürlich, ne? Und dann stelle ich mir die Alma, 17 Jahre, so nachts an ihrem Fenster stehen mit einem riesen Teleskop, mit einem Fernrohr. Das ist schlecht. Sondern? Ja, also man muss schon eine Umgebung finden, wo es keine Straßenbeleuchtungen und keine Hausbeleuchtungen gibt. Das ist schlimm in unserer heutigen Welt, ne? Ja, überall ist es hell. Ich habe ein bisschen Glück mit, weil, also ich lebe ja auch in der Stadt. Ja. Aber ich habe ganz in der Nähe ein Zelt, ein ganz großes Zelt, wo es wirklich zappenduster ist.
Und dann kann ich da super mein Teleskop aufstellen und dann gucken. Und ehrlich? Da gehst du nachts auf das Feld, einsam und alleine auf das Feld? Ja. Und stehst an deinem Teleskop und guckst in den Himmel? Mhm. Ist ja schön. Ja, schön. Ja, so toll. Nee, ein schönes, interessantes Hobby finde ich das. Faszinierendes Hobby. Wie kommt man darauf, sich für Astronomie so zu interessieren? Ach, das hat bei mir so einfach mal so Klick gemacht. Meine Mutter hat mir mal, da war ich noch ganz klein, ist jetzt auch länger her, ja. Da habe ich das alles noch nicht verstanden. Und irgendwann hat mir meine Mutter erzählt, dass es draußen noch ganz viele andere Sonnen und Planeten gibt. Und dann hat es bei mir so Klick gemacht und da wollte ich alles drüber wissen. Und von da an habe ich da an diesem Thema nicht locker gelassen. Wann hast du angefangen damit? In welchem Alter? Mit 8 habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen. Ach, so früh schon? Ja, ja, so alles Mögliche, was ich darüber finden konnte und was ich verstanden habe erstmal, weil es sind ja auch ziemlich komplexe Themen. Ja, allerdings ist das kompliziert. Das ist ja die beste Voraussetzung, dass du in diese Richtung irgendwann mal beruflich gehst. Das wollte ich unbedingt mal. Also das ist mein allergrößter Wunsch, mal Astronomie zu studieren. Ja. Aber? Ich habe es so teilweise aufgegeben, weil in gewissen Fächern meine Leistungen da einfach nicht ausreichend sind. Also da muss man schon in gewissen Fächern sehr, sehr gut stehen. Also ich finde das auch sehr, sehr spannend, immer einfach nur überhaupt so in den Sternenhimmel zu gucken. Ja, das ist es auch. Und ich finde es immer faszinierend, die Vorstellung, das, was man da sieht. Man sieht einen blinkenden, strahlenden Stern. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass der vielleicht in diesem Moment gar nicht mehr existiert, weil jetzt das Licht erst ankommt von diesem Stern und der vielleicht schon viele Millionen Jahre erloschen ist und tot ist. Ja, ja. Und es ist ja nicht nur die Beobachtung bei mir. Ich mache mir dann auch so alle möglichen Gedanken darüber, ob jetzt vielleicht in dem Moment auf, was weiß ich, 1000 oder 100 anderen Planeten genauso jemand dasteht und in den Himmel guckt und sich fragt, ist da auch jemand da draußen, der jetzt auch so da rausguckt und so weiter. Ne? Glaubst du, dass es noch Leben und verschiedenes Leben im Weltall gibt? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube das auch. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist eine sehr egozentrische Vorstellung oder eine sehr egozentrische Meinung, sich jetzt vorzustellen, wir wären die Einzigen bei aber Millionen und Milliarden von Sonnen. Genau. Würdest du gerne mal, wenn du in eine Zeitmaschine einsteigen könntest, so einige Jahrhunderte nach vorne fahren, um dann mit einem Raumschiff vielleicht mal so richtig weit ins Weltall zu reisen? Ja. Ne, das ist doch eigentlich ein Traumvorstellung für jemanden, der sich dafür interessiert. Ja, natürlich. Also das wäre schon Wahnsinn, wenn sowas möglich wäre. Ja. Was ist für dich das Geheimnisvollste, wenn du in den Himmel schaust, wenn du in den Nachthimmel schaust? Wie unser Universum entstanden ist. Ja, das ist ja auch die ganz große Frage. Ne? Genau. Ja. Weil, also das kann ja... Also manche sagen ja, am Anfang war gar nichts und dann war auf einmal etwas und dann ist es explodiert. Und ja, und dann sagt man, das ist auch so ein ganz kleines Körnchen explodiert. Ja. Ne? Das kann man ja als normaler Mensch gar nicht nachvollziehen. Ja, ja, eben. Ja. Und dann sagt man ja auch immer, dass das Weltall immer weiter auseinanderdriftet. Ja, aber dafür gibt es ja auch inzwischen schon Beweise, gewisse Radiowellen und Strahlungen. Ja. Aber weißt du, ich wenn ich das lese, ne, in meinem laienhaften Denken, frage ich mich dann immer, wohin driftet das denn? Ja. Ne, da ist doch nichts. Ich stelle mir das immer so vor, also gewisse Astrophysiker auch, dass es sich so weit auseinanderdehnt, bis es nicht mehr kann und dann schrumpft es wieder zusammen. Und irgendwann kommt es wieder zu so einem ganz kleinen Punkt zusammen und dann fängt alles nochmal von vorne an. Lass uns nochmal über außerirdisches Leben reden, Alma. Ja. Meinst du, man kann Aussagen darüber machen, wie diese Wesen leben, wie sie aussehen, was sie tun? Kann man das? Kann man das in menschlichen Kategorien denken? Ja, das hängt natürlich davon ab, ob es das tatsächlich gibt. Es ist alles möglich. Mhm. Also das ist meine Meinung. Es ist echt alles Mögliche und Unmögliche. Du sagst, es ist alles möglich. Ja. Lass uns mal völlig weit spekulieren. Wir lassen mal die Erde und unsere Gesetzmäßigkeiten mal jetzt wirklich unten vor. Mhm. Wäre es möglich, dass es Leben auf der Sonne gibt? Dass Wesen auf der Sonne leben? Auf der Sonne? Ja, auf der Sonne. Lass uns ganz extrem mal spinnen. Wäre das möglich, dass Leben vielleicht sogar unter diesen extremen Bedingungen möglich wäre? Ja, gut, wenn man so extrem denkt, warum nicht, ne? Ja. Also eigentlich ist der Fantasie und den Möglichkeiten gar keine Grenzen. Also in diese Richtung habe ich
jetzt ehrlich gesagt noch nie gedacht, auf der Sonne. Ich habe mir mal andere Planeten vorgestellt, aber die Sonne jetzt, also das ist jetzt was, da bringst du mich jetzt auf eine Idee. Ja, also wer weiß, ne? Vielleicht wenn wir tagtäglich von den intelligenten Wesen von der Sonne beobachtet, ne? Und die lachen sich schlapp, was wir hier so machen. Oder kriegen, ja, warum ausgerechnet die Sonne? Ich meine, der Mars wäre da doch viel ich will den Hintergrund sagen. Der Hintergrund ist die Überlegung, dass man das Leben vielleicht auch dort existieren kann, wo wir mit unseren Gesetzmäßigkeiten, die wir von Chemie und Physik im Kopf haben, sagen würden, das geht nicht. Aber vielleicht geht sogar das. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, du hast recht. Das stimmt. Ist es für dich auch dein Interesse an der Astronomie mit deinen 17 Jahren? Steckt dahinter auch so eine Sehnsucht, das Leben zu begreifen? Vielleicht auch eine sehr große Sehnsucht. Ja. Das ist der Hauptgrund dafür, dass ich mich überhaupt mit so etwas beschäftige, dieses irgendwann zu einem Erkenntnis zu gelangen. Ja, und dahinter steckt immer die Frage, warum leben wir und warum lebe ich auch? Ja, genau. Mhm. Das ist ja überhaupt, es greift dann in ganz viele andere Themen über, ne? So, dann geht es in die Philosophie und dann in die Chemie und ne, es ist ja ganz mit allem Möglichen verbunden. Ja. Und dann kann man kann sich dann nächtelang Gedanken über alles Mögliche machen. Ne? Gut, jetzt am Ende des Gesprächs kommen wir nochmal zu unserem Hauptthema zurück, nämlich die Nacht. Das heißt, in der Nacht gehst du auf das Feld raus und guckst dann hoch in den Sternenhimmel. Wie oft gehst du denn auf das Feld raus und guckst? Ja, also im Sommer auf jeden Fall öfters als in den kälteren Jahreszeiten. Also schon ein paar Mal in der Woche, kann man das sagen? Ja, im Sommer auf jeden Fall. Ja. Also jetzt so im Winter, ja, vielleicht einmal im Monat. Ja. Also ist ja auch nicht, natürlich vom Wetter abhängig. Ist klar, ne? Ist klar. Es muss ja immer sternklar sein und darf auch dann nicht zu kalt sein. Eben. Also Alma, ich könnte mit dir noch ganz lange reden, das finde ich sehr interessant und finde es auch ein ganz, ganz tolles Hobby, muss ich dir sagen. Und kann das gut nachvollziehen, dass man da so richtig dann auch Blut geleckt hat irgendwann und möchte noch mehr machen und würde es dir von Herzen wünschen, dass du das studieren kannst. Wenn man mit 8 Jahren schon so eine Leidenschaft entdeckt, dann muss man das eigentlich studieren. Ja. Bessere Voraussetzungen gibt es gar nicht dafür. Vielleicht klappt es ja doch irgendwie noch. Das hoffe ich sehr. Und wenn das nicht geht, dann studier Physik. Dann bist du so ein bisschen, vielleicht ein bisschen nah dran und kannst irgendwann später mal darüber schwenken. Ja, das ist sowieso eine Voraussetzung dafür. Also man studiert nicht direkt Astronomie, sondern Physik. Wusste und dann geht man irgendwie nach 3 Jahren oder so, zweigt das dann ab. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und toi, toi, toi. Mhm, danke schön. Tschüss, und Alma. Ganz großen Lob an deine Sendung. Danke sehr. Klasse. Tschüss. Tschüss. Roland, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend. Vielmehr guten Morgen, ja. Ja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roland. Es kann sein, dass sich jetzt alles ein bisschen komisch anhört. In der Tat hört es sich ein bisschen komisch an. Ja, hast du mit der Stimme irgendwas? Ja, nee, du hörst so ein Pfeifen, so ein Blasen. Ich habe nämlich ein Atemgerät. Ah, ich weiß. Das kenne ich. Ich hatte schon mal einen Anrufer, der hatte auch so ein Gerät. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also es ist so, ich habe seit mehreren Jahren, sagen wir mal 5 Jahre mindestens, schwerste Schlafstörungen gehabt. Ja. Ich konnte was heißt schwerste? Ja, heißt das schwerste gar nicht? Ja. Ich hatte Schlafstörungen, wo ich ganze Nächte nicht geschlafen habe. Und das zum Beispiel 4-5 Tage lang. Da bin ich so ausgerastet, ich bin nervlich ein Wrack gewesen. Mhm. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, gar nichts. Ich muss dazu sagen. Man wird ein Nervenbündel, wenn man zu viel Schlafentzug hat. Das ist katastrophal. Das ist wie, ich würde mal fast sagen, das ist wie eine Folter. Ja, also, das ist ja sogar eine Foltermethode, dass man den Menschen den Schlaf entzieht. Ganz genau. Hat denn dieses Atemgerät jetzt damit auch was zu tun mit dem Schlafen? Ja, das Atemgerät hat jetzt damit was zu tun. Ich will nämlich erzählen, dass eben diese Odyssee ziemlich lange ging. Ich kam durch mehrere Ärzte und ich habe psychosomatisch, das heißt ja immer, wenn die Ärzte nicht weiterkommen, man hat in der Psyche irgendwas und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe Kinderlähmung und das ist sehr schwer eigentlich. Mit 5 Monaten als Säugling habe ich das bekommen. Mhm. Und mir ist jetzt ein Anliegen, also ich bin wirklich von einem Arzt zum anderen. Ich habe Psychopharmaka bekommen. Ich habe Schlaftabletten genommen und lauter solche Sachen. Es war eine Katastrophe. Ja. Das war das Schlimme, so vor 5 Jahren fing das an, sagst du. Ja. Und vorher? Das Fatale war auch, es fing auch an mit einem
mit einer Stresssituation. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Es war jedenfalls so. Lass mich fragen, da müssen wir nicht zu ausführlich machen. Vor diesen 5 Jahren, war alles normal, relativ normal. Ja, genau. Dann war eigentlich, ich konnte gut schlafen. Dann ging das mit den vor 5 Jahren los. Jetzt erklär uns mal, mach mal einen Sprung. Erklär mal, was das mit diesem Atemgerät zu tun hat. Das interessiert mich sehr. Ja, es ist so. Man hatte dann festgestellt, dass ich unterbeatmet bin. Nachts unterbeatmet. Also das heißt, unterbeatmet, du hast zu wenig Luft geholt in der Nacht. Ja, es ist so, meine Atemvitalität nachts, wenn du dann schläfst, passiert ja nur noch vegetativ. Das heißt, du steuerst ja nichts mehr, der Körper übernimmt ja alles. Hat das mit deiner Kinderlähmung zu tun? Ja, das hat auch mit meiner Kinderlähmung zu tun. Die Atmung flachte immer weiter ab, bis ich dann fast mit den Sauerstoffwerten so tief war, dass ich unterversorgt bin. Verstehe. Und das hatte wiederum zur Folge, dass man nicht schlafen kann. Und das hat wiederum zur Folge, dass du an irgendeinem Punkt kommst, jeder kennt es, man wacht plötzlich auf und man schreckt hoch, kurz vorm Einschlafen schreckt man hoch und ist wieder hellwach. Ja. Und diese Phase habe ich dauernd gehabt. So, jetzt hast du ein Atemgerät bekommen, das dich quasi automatisch dich beatmet. Also jetzt habe ich ein Atemgerät, worüber ich an der Nase eine Maske habe. Ja. Und damit wird Umweltluft, also kein Sauerstoff mit Sauerstoffflasche, sondern Umweltluft. Ganz normale Luft. Ganz genau, in mich reingedrückt. So, und das hat wiederum zur Folge, dass du wieder normal schlafen kannst? Wieder normal schlafen kannst. Das ist ja doll. Hast du was mir halt jetzt ein Anliegen ist, ein ganz wichtiges Anliegen. Ja. Weil ich das einfach mal ganz wichtig sagen wollte. Viele Menschen glauben, sie hätten irgendwie eine psychische Störung oder sonst was und denken nicht daran, dass sie unterbeatmet bin. Ich muss nämlich ausholen, ich muss nur kurz was sagen. Ja. Es ist wichtig, es gibt ja auch viele Menschen, die schnarchen zum Beispiel und haben oft Atemstillstände und kriegen das gar nicht mit. Ja. Und die tragen auch solche Masken und haben solche Geräte. Also, das ist ein wichtiger Hinweis, ein interessanter Hinweis sicher für viele Leute, die ähnliche Probleme haben, dass man das vielleicht sogar auf diesem Wege lösen kann. Ja, und es gibt viele Kliniken, die sogenannte Schlaflabors haben. Ja. Und in diesen Schlaflabors wird das getestet. Also du bist ein anderer Mensch, seitdem du diese Maske jetzt trägst. Ja, genau. Ich bin trägst, du die, trägst du die tagsüber auch? Nee, ne? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Aber da jetzt schon Abend- und Nachtzeit ist, hast du schon aufgezogen. Ja, genau. Ja. Also jetzt normalerweise schlafe ich, aber ich konnte jetzt halt auch ganz normal wie jeder andere mal auch nicht richtig schlafen. Dann habe ich dich eingeschlafen. Ja, und es ist gut, dass du die auch, dass du die aufgezogen hast. So war das authentischer und man hat das auch alles besser mitbekommen können. Ja, gut. So, dann danke ich dir ganz herzlich für den Anruf. Okay, doch, das war ein guter Hinweis für die Leute, die betroffen sind. Und ich wünsche dir alles Weitere, alles Gute für alles Weitere. Okay, gut. Tschüss. Helga ist hier. 55. Hallo, Domian. Hallo, Helga. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nee, so ganz viel nicht. Es geht um die lyrische Nacht. Also das heißt, ich habe nachts gelernt, das Schreiben. Oh. Gedichte zu schreiben. Du schreibst nachts Gedichte. Und das lese ich jetzt vor. Ja, bitte. Ich hoffe, dass wir noch genug Zeit haben. Bitte. Die Nacht gehört mir ganz allein mit allen seinen Reizen. Da kann ich einfach Helga sein, mit meinen Gefühlen nicht geizen. Ich mag den Mond und die Sterne. Ich glaube, auch sie haben mich gerne. Sehe ich aus dem Fenster ins Dunkle hinaus, weiß ich genau, der Tag ist aus. Der Alltagstrott liegt hinter mir, meine Kinder schlafen, ich schließe die Tür. Dann fange ich an, nur das zu tun, was der Tag mir nicht erlaubt. Die Beine hoch, mich auszuruhen, meiner Nerven des Tages beraubt. Ganz langsam kehrt die Ruhe ein, wie schön ist das alleine sein. Ein Bad zu nehmen, das wäre fein. Ich lasse mir um 2 Uhr noch Wasser ein. Oh, die Nachbarn. Mit einem Kaffee, einer Zigarette im Mund, steige ich in die Wanne und fühle mich gesund. Mir fallen die unmöglichsten Dinge ein. Schnell wickle ich mich in mein Handtuch ein. Entspannt und ausgeruht sage ich zu mir, nun bring deine Gedanken auch so zu Papier. So entstehen meine Verse, ob gut oder schlecht. Ob gut oder schlecht, mein Gewissen erleichtert, dazu habe ich das Recht. Helga. Mit ein bisschen Aufregung
habe ich es noch geschafft. darf ich Frau Goethe? Also seit 9 darf Jahren ich Frau Goethe zu dir sagen? Die Nacht ist mein Leben und ich bin schon von Anfang an eure Zuhörerin. Und da entstehen nachts immer solche Gedichte? Da entstehen nachts solche Gedichte. Und so vertreibst du dir dann die Zeit nachts? Nun haben wir ja leider nicht mehr so viel Zeit gehabt, um das ein bisschen zu vertiefen. Nee, aber du hast es wunderbar vortragen können. Ja. Dass es noch geklappt hat. Also dir macht das Dichten Spaß? Mir macht das Spaß. Ich muss dazu sagen, dass ich also Alkoholikerin bin. Mhm. 23 Jahre trocken und auf diesem Wege zu diesem Hobby halt gekommen bin. Verstehe. Gute Sache und also eine schöne Ablenkung. Die Nacht macht mich da so ein bisschen zum... So, Helga, nun bin ich froh, dass du dein Gedicht hast vortragen können. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Schön, dass wir uns noch kurz kennengelernt haben. Ja. Und ich wünsche weiterhin schöne Nächte. Ja. Und gute Inspiration. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger, heute in unserer Nachtsendung. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder eine Nachtsendung, dann aber mit allen Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Gute Nacht, schöne Nacht, was immer ihr jetzt auch tut. Tschüss.